Es gibt wohl kaum einen Ort in Österreich, wo nicht an interessanten Schauplätzen im Sommer Theater gespielt wird. Im Bezirk Bruck an der Mur, genauer genommen in Afflens, wurde heuer zum ersten Mal von der Landjugend ein Theaterworkshop abgehalten. Die weltbekannte Erdfunkstelle und der idyllische Kurort bilden den äußeren Rahmen für dieses ganztägige Seminar. Interessant ist vor allem die Zielsetzung dieses Workshops. Die Zielsetzung dieses Workshops ist, den Kindern das Schauspiel näher zu bringen, sie hineinschnuppern zu lassen und eventuell auch den Eltern näher zu bringen, was die Landjugend Afflens alles auf die Beine stellen kann und im weitesten Sinne auch eine Einladung zu unserem Theater am 17. und 18. September hier im Festsaal. Und was wird vor allem gelehrt? Gelehrt wird heute vor allem, also zuerst haben wir mal eine Kennenlernrunde, damit sich die Kinder untereinander gut verstehen. Und dann werden verschiedene Emotionen geübt, Gangarten geübt, einfach ein Hineinschnuppern in das Schauspiel. Das Schauspiel hat ja so viele Facetten. Es ist nicht nur einfach irgendeine Rolle nachzuspielen, sondern man muss sich in die Rolle hineinleben, man muss auch gut sprechen können. Und das alles wollen wir den Kindern heute ein bisschen näher bringen. Wer schlüpft nicht gerne in eine andere Rolle, als man selbst ist? Und dazu gehört natürlich Freude, Einsatz und Talent. Gerade die jungen Leute sind mit voller Begeisterung dabei. Sie müssen einiges können, einiges ausprobieren. So geht es zum Beispiel um die mimische Ausdrucksweise wie Nicken, Kopfschütteln, Händeschütteln und Kniebeugen. Auf Befehl sollen die Kinder ihre Gangart und ihre Mimik verändern oder anpassen. Zum Beispiel müde, traurig, fröhlich, glücklich, ängstlich, eifersüchtig und verrückt. Wenn die jungen Leute schon nicht selbst auf einer großen Bühne stehen können, so hat man sicherlich wieder einige für das Theater interessiert. Da wollen wir heute ansetzen. Wir haben eine Übung vorbereitet, wo sich die Kinder vorstellen sollen, dass sie auf einer frisch gemähten Wiese gehen oder auf Schnee oder auf heißen Sandstrand. Und sie sollen sich vorstellen, wie es ist, wenn man darauf geht. Und wir werden ihnen auch beibringen und sagen, wenn sie jetzt in die Rolle hineinschlüpfen, dann sollen sie von Beginn an in dieser Rolle sein, bis jemand Stopp sagt und wieder herausschlüpfen. Und das ist nämlich wirklich das Problem von vielen Schauspielern, dass sie erst inmitten der Bühne, wenn alle Zuseher schon auf sie gerichtet sind, anfangen zu spielen. Und das ist eigentlich sehr schade, weil man sollte, sobald man mit der kleinen Zehe auf der Bühne ist, spielen und nicht erst irgendwann. Wenn man selbst spielt, schaut alles ganz anders aus, als wenn man zuschaut, wie andere spielen. Stimmt, ja, also ich selbst spiele nicht gerne. Ich mag viel lieber Regie und solche Workshops. Ich bin nicht so das schauspielerische Talent. Und es ist natürlich immer anders, wenn man selbst spielt und anderen zuschaut. Aber hier ist es auch die Möglichkeit, sich zu verbessern, wenn man eine Aufführung geht und sieht, der macht das so viel besser wie ich, dann kann man sich ja selbst verbessern. Diese Schauspielübungen tragen dazu bei, dass man auch im kleineren Rahmen Lust am Theater vermitteln kann.